Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow und den mächtigen Numidian. Im letzten Part haben wir eine etwas lästige ägyptische Armee hier vor Siva aufgerieben. Eine haben wir in die Flucht geschlagen, die hat sich natürlich so zurückgezogen, dass sie verstärkt werden würde durch die zweite Armee, das machen wir allerdings nicht mit. Wir warten noch ein bisschen und werden mal hier unsere weiteren Truppen hier in Bewegung setzen und dort unten weiter eingreifen. Wir müssen viele Rebellen zerschlagen, das steht auch noch aus. Wir gehen mal hier mit dem Störsatz auf niedrig. Ich will, dass Leptis Magna schnell wächst. In Thapsus geht das ja in der Regel wie von alleine. Wir bauen hier den Tempel des Melkar nochmal eine Runde aus. Und dann bauen wir hier vielleicht die Straße sogar nochmal. Ah ne, die Straße geht gar nicht. Ne? Ja, wir müssen dran arbeiten, dass wir ein bisschen mehr Einkommen generieren. Das ist bei Numidian ein ganz, ganz großes Problem, wenn man ohne Mods spielt. Also man kann es mit der Darth Mod spielen, dann ist es relativ leicht. Wie gesagt, mit der Darth Mod ist es etwas, oder naja, es ist immer noch schwierig, aber es ist etwas leichter, weil man mehr Infrastrukturmaßnahmen hat, die man ausbauen kann. Man kann die Häfen weiter ausbauen und das ist halt einfach immer so das große finanzielle Problem. So, zu dem gallischen Diplomaten wollte ich gerne hin. Ich glaube, das war es ansonsten. Oh, Killetsball hat mich... Doch, Killetsball greift mich an. Ja, okay, mit. Ey, kannst du dich mal so zurückziehen, dass ich vielleicht irgendwie auch nochmal in die Nähe von meinem Hafen komme? Es ist mir egal. Ich löse dich ja auch ansonsten gerne auf, ne? Aber vielleicht so, dass ich da nochmal zu meinem Hafen gelange. Erstmal Handelsverträge mit Gallien. Handelsvertrag mit Rom. Handelsvertrag mit den Julian. Ha, es klappt doch. Ich weiß noch, wo die Städte liegen. Ich weiß halt nur nicht mehr, wie sie noch heißen. Wie viele Einheiten sind das? Zwei. Dann könnte ich ja so eine Billigeinheit mitnehmen. Vielleicht machen wir das sogar. Mächtiger General! Mein Gebieter? Vorwärts! Weiter geht es nicht, Sire! Mächtiger General! Weiter! Wir können nicht weiter! So, hier baust du mir noch so ein Türmchen hin. Mächtiger General! Stoßt vor! Fuststor! Stoßt vor! Baut einen Turm! Ach, so ein Dreck. Oh fuck, Alter, eine Riesenbauernarmee. Jetzt habe ich mal... Ich hatte gedacht, ich hätte genügend Sicht auf das Gebiet. Ach scheiße, manchmal vergesse ich das halt auch, ne? Okay, gut. Bündnisse gebrochen, Germanien und Gallien. Mhm. Germanien und Britannien befinden sich jetzt im Krieg, okay. Einen Turm! Vorwärts! Wir sitzen fest! Mächtiger Herr! So, dann läuft's direkt weiter. Ich baue noch keine Flotte. Das Geld habe ich momentan einfach noch gar nicht. Und so wie das aussieht, sehe ich jetzt erstmal nichts von den Karthagern da unten. Tja, irgendwo werden sie hier noch rumgammeln. Naja, mal gucken, ne? Sag mir nochmal, was er kann. Das ist eine Einheit Plänkler. Wir kosten die 350. Ja, wir bauen erstmal unsere anderen Sachen aus. Und dann entscheiden wir, wie das da weitergeht. Tempel, Markt, Kavalleriestelle. Das sind alles vielleicht ganz sinnvolle Sachen, aber... 1200 zu 1600. Die Hinrichtungsstätte ist sicherlich gut. Die Akademie ist vielleicht noch wichtiger. Auch für 1600, aber für 1200 würde ich sagen, nehmen wir die Straßen. In Schirta bauen wir den Markt und in Tingis bauen wir auch den Markt. Dann haben wir unsere ursprünglichen Ländereien da auch mal ein bisschen gestärkt. Ja, wir versuchen es mal. Was hat er? Stadtmiliz und Plänkler. Okay, mache ich gerade selbst. Ich starte nochmal meinen Timer und trinke schon mal einen Schluck Siegeskaffee, weil das werden wir gewinnen. Wir haben hier eine Generalseinheit mit Silbererfahrung.
Oder Silberwimpel als Erfahrungsstufe. Da hat er keine Chance gegen. Wobei, wir spielen auf sehr schwer. Okay, ich gebe ihm mal gerade ein bisschen Zeit, dass er sich ein bisschen ausruhen kann. Er braucht noch ein bisschen, weil er bergauf wirft. So, wir sollten jetzt... Komm raus. Und nochmal hinterher. Als Feinde sind die... Der Sieg liegt vor euch. Der Feind kann... Ja, hat ganz gut geklappt. Also der Zeitpunkt zum Charge war ein bisschen suboptimal gewählt. Wenn man da, glaube ich, noch ein bisschen gewartet hätte, wäre da mehr drin gewesen. Aber ist okay. So, mit der Reilige Genner Mecht mal gerade hier noch ein Termsche hinbauen. Dann ist er ready, um weiter da hochzulaufen. Ja, also hier unten kann die KI ruhig wissen, wie ich laufe. Hauptmann Jugurten. Das ist eine Riesenarmee. Gefällt mir gar nicht. Die habe ich alle bewegt, ne? Okay. Ah, ja. Ich sollte vielleicht doch noch was ändern. Denn ich brauche hier unten auf jeden Fall noch einen Bogenschützen. Da hat er die Armeen zusammengezogen, der Lumbesäckel. Naja, wir müssen gucken, dass wir diese kleinen ägyptischen Armeen immer sofort auseinandertreiben. Es wird sehr, sehr gut, wenn Gisco auch da unten ist. Marktplatz dort, dann muss Tingis nochmal auf den Marktplatz eine Runde verzichten. Denn die Bogenschützen in Siva sind einfach wichtiger. Ups. Das sind ziemlich viele Schrotteinheiten dabei. Adonibal hat noch einen Bonus bei dem Kommando bekommen. Furchtlos. Plus 1 Kampfgeist. Schön. Mit 21 Jahren 3 Sterne, General. Ist eigentlich ziemlich gut. Fortschrittlichste Seite ist jetzt Ägypten. Ja gut, ich meine, die haben halt natürlich noch ein bisschen mehr finanzielle Ressourcen als wir, aber sobald wir Ägypten eingenommen haben, wird es für uns auch besser laufen. Es war so klar. Es ist so klar, dass der sich so zurückzieht, dass ich... Okay, wir riskieren es. Ich kann mein Handy auch 100.000 Mal am Tag auf lautlos stellen. Irgendwie macht es den Ton automatisch wieder an. Sorry für alle, die das irgendwie gehört haben. Es tut mir leid. War keine Absicht. Okay, so, folgende Möglichkeiten. Entweder wir rushen ihn direkt und oder wir rushen seine Verstärkung. Ich habe aber keine Ahnung, von wo die kommt. Wahrscheinlich von der Seite hier, aber der günstigste strategische Punkt ist halt einfach hier oben. Wir machen das davon abhängig, wo er sich hinstellt. Plängelmodus außen einmal dahinter. Feindliche Verstärkung. Ja, die kommen hinter ihm, das ist nicht gut. Ah, jetzt zieht seine Truppen auseinander. Hervorragend. Stopp. Das müssen wir sofort ausnutzen, dass die da jetzt gerade so ein bisschen unkoordiniert rumlaufen. Gib mir die Generäle. Lauf mit denen direkt hier hoch.
Wo sind die Bogenschützen? Brandpfeile auf ihn drauf. Und die Infanterie bitte direkt hierhin positionieren. Wenn er sich jetzt umdreht, um meine Einheiten zu verfolgen, hat er das Problem, dass er die Brandpfeile in den Rücken bekommt. Das ist natürlich für seine Moral äußerst schädlich. Jetzt kann ich ihn hier ein bisschen ablenken. Ist da jetzt allerdings raus. Den Jungs jetzt schnell hier hoch, komm. Der feindliche General zeigt seinen Wert. Er ist von dem Wunsch erfüllt, seine Haut zu retten. Oh! Wow! Das waren die Plänkler. Ach du meine Fresse, er hat es da tatsächlich geschafft, mir da einmal in die Plänkler reinzuballern. Krasser Scheiß, Alter, das ist richtig bitter. Komm, weg da. Hol mir den General wieder her. So, wir schneiden ihn jetzt von seiner Verstärkung ab. Hier auf die Bogenschützen. Gut, also hinten haben wir wirklich sehr gut für Verwirrung sorgen können. Ich muss jetzt versuchen, hier durch die Lücke noch durchzustoßen. Ja, es hat geklappt. Stand da schon so ein bisschen. Fuck you, ey. Du kannst doch nicht hier auf die paar Schrotteinheiten da deine Munition verschwenden. Muss man ganz kurz die Truppe hier auflösen. Wow. Bei denen aktiviere ich mal den Plänkel-Modus. Gerade nochmal die Katastrophe verhindert. Nee. Halt. Nein, nicht mehr chargen, ihr Idioten! Oh Mann, ey. Komm her. Ja, der ist halt sofort in der Phalanx drin. Infanterie,
feigen Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Schau dich an, wie schnell der ist in der Phalanx-Formation. Die Götter lächeln euch heute zu. Der feindliche General ist tot und... Schlacht fortsetzen, bitte. Perfekt, denn sie fliehen angstvoll vor der Schlacht. So, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt gepackt. Komm, etwas schneller bitte. Alles unter 10 Einheiten kann eigentlich hier nicht mehr bestehen bleiben. Gut, schön zermanscht alles. Fein, fein, fein. Na komm. Ist halt einfach viel zu schnell. Okay, gut. Die letzte Einheit noch. Das war ganz schön knapp, fand ich. Also jetzt so von den Verlusten her. Ich muss hier ja die Verluste möglichst niedrig halten, ne? Oh, der General 352. Die andere Leibwache 286. Naja, da wissen wir hier, wer da am meisten gearbeitet hat, ne? Schmeckt der Siegeskaffee direkt doppelt so gut? Feiner Mehl vertrieben? Oh yes! Vollkommen vernichtet. Vollkommen vernichtet. Aber da kommt schon die nächste. Ach ja. Kommandotalent, achtet die Götter, scharfsinnig Seitenerbe, Sieger, nutzloser Finanzbeamter, Blutlüstern, furchtlos, selbstbewusster Kommandant, okay. So, wir checken mal gerade, die niedrigste Bewegungsrate ist auf jeden Fall bei den Einheiten hier, das sind aber 4 Einheiten. Mein Gebieter, marschieren! Ja, da kann ich halt schlecht mit meinen Einheiten weiterarbeiten, ja, ist okay. Je mehr Bogenschützen wir bald haben werden, ihr habt ja schon gesehen, wie die reingehauen haben. Die haben eine Einheit komplett zerlegt, ne? Also das ist schon eine feine Sache. Und da konnten die schon richtig durchwüten. Das war schon gut. Ich glaube, das war's, ne? Toll, mein Schiff hat's überlebt. Dann gehen wir hier direkt in den sicheren Hafen. So. Ja, mächtiger Herr. Ich werde sofort Handelsrechte mit den Julian. Und dann ist jetzt die Frage, wollen wir hier hoch oder hier hoch? Ich glaube, wir gehen mal hier rum. Sofort. Hören bedeutet gehorchen. Karthagischer Diplomat, gallischer Diplomat, okay. Mein Gebieter? Also wir könnten da noch einen Turm gebrauchen. Momentan sieht es so aus, als würden wir hier unten schon genug sehen. Wir bauen hier noch einen Wachturm. Und dann können wir darüber. Weiter geht es nicht, Sire, mächtiger General. So, hier bauen wir auch noch einen. Und dann wirst du dich mit ihm dort treffen. Gehst weiter nach Nepte. Schön, schön, schön. Ja, lauf mal vor. Einmal sondieren, bitte. Sieht gut aus. Weiter geht es nicht, mein Gebieter.
mein Gebieter? Pass mir auch noch einen hin. Wir können nicht weiter, großer Herr. Baut einen Turm. Weiter. Befehle vorwärts. Wir können nicht weiter, großer Herr. Mächtiger General. Mächtiger. Muss mal gerade schauen, dass ich hier vielleicht noch einen Wachturm hinpflanze. Vorwärts. Weiter. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Baut einen Turm. Dann habe ich das so ein bisschen im Blick. Mein Gebieter, vorwärts! Mein Gebieter, stoßt vor! Weiter geht es nicht, Sire! Kann hier die Einheiten fortbilden? Sehr schön. Okay. Ach, igitt. Igitt. Achso, in Siva können wir gerade den Steuersatz hochpacken. Oh, nee, können wir nicht, denn wir brauchen hier Bevölkerungswachstum. Da müsste ich mal für sorgen. Mächtiger General. Dann, wenn ich mit dir da rausgehe. Weiter. Also ich habe dann schon ein bisschen weniger Steuern, aber es macht nicht so viel aus. Es ist schon in Ordnung. Der kann ruhig ein scheiß Finanzbeamter werden. Ist okay. Dann kann Germanien machen ein Bündnis. Waffenstillstand zwischen Seleukien und Parthien. Dann dürften die aber auch relativ schwach jetzt sein mittlerweile. Sire? Hören bedeutet. Lauf mal hier hin. Handelsabkommen mit Gallien könnte noch ganz sinnvoll werden. Nimm mal den da. Die Tarnung ist mein Mantel. Niemand wird mich sehen. Ich hab's mir fast gedacht, dass der da noch irgendwo rumgammelt, ne? Aber der hat nur einen Talentpunkt. Ich muss den doch jetzt mal bald entdecken, sag mal. Okay, hier auch die Straße. Marktplatz auf jeden Fall, wegen dem schnelleren Wachstum. Und alle anderen Städte leiden mal wieder darunter, ne? Ja, klamme Finanzlage. Wie sind die Griechen von Total War? Ah ne, warte mal, die Griechen gibt's ja hier. Die haben hier wirklich viel Geld. Im Gegensatz zu anderen. Oh, Karthago hat den Hafen hier eingenommen. Das erklärt dann auch, warum die Spanier nicht mehr zu mir rüber wollen. Brauche ich immer bald ein Schiff, Junge. Interessant. Okay. Mächtiger General. Passt soweit. Baubericht schenken wir uns. Das schenken wir uns auch. Wie sieht es mit der Rekrutierung aus? 8.000, 12.000. Gegenüber 9.800, ne? Ja. Wir haben das ansonsten ganz gut geregelt mit den Handelsverträgen, glaube ich. Können wir noch in die nächste Runde reinschauen? Rundenbericht ist egal, die Hochzeitsfeierlichkeiten. Ach hier, der Kollege hat geheiratet, alles klar. Baubericht schenken wir uns, Rekrutierungsbericht schenken wir uns auch. Was ist hier passiert? Parthien und Pontus haben ein Bündnis. Mein Gebieter? Das ist nicht weiter dramatisch. Weiter! Baut einen Turm! Stoßt vor! Hier, nimm mal den Kollege mit, der muss noch ein bisschen ausgebildet werden. Jetzt theoretisch die Einheiten in Dimidi fortbilden können, aber ihr seht ja, der hat ja kaum was verloren. Also da lohnt sich das jetzt einfach noch nicht. Aber unter normalen Umständen würde ich das, glaube ich, schon machen. So, da bauen wir noch ein Thermische hin und wo ist denn mein Spion? Niemand wird mich sehen. Wir können nicht weiter, Sire. Mächtiger General, stoßt vor! Okay, gut, damit sehen wir jetzt hier das komplette Einzugsgebiet. Du kannst dann jetzt hier oben hinlaufen. Du natürlich weiter hier runter.
fein. Jetzt ist hier nämlich auch... Jetzt ist hier auch die Kavalleriestätte fertig. Jetzt kann ich meine Kavallerie wieder fortbilden. Super. Die brauche ich dringend, um gegnerische Einheiten aufzureiben. So, dann kriegt Tingis jetzt mal endlich den Marktplatz und danach muss Dimidi mal ein besseres Straßensystem bekommen. Da sollten wir wirklich drauf achten, dass wir das in jeder Stadt hinbekommen. Ach, ich habe den Agenten vergessen. Ja, lass den mal da langlaufen. Oh, da unten ist ein germanischer Diplomat gewesen. Muss ich nochmal suchen. Ja, klar. Gerne. Euer gehorsamer Diener. Ja, mein Gebieter. Ja, mächtiger Herr. Ja, mein Gebieter. Mit den Galliern waren wir doch schon mal klar. Erwarte eure Befehle. Ja, mein Gebieter. Sire, hören bedeutet gehorchen. Ein dagischer Diplomat. Wir können nicht weiter. Sag dir mal hallo. Euer ergebener Diener. So, wo ist er? Hier unten? Boah, Alter, und noch eine Volljährigkeit dazu. Zwei neue Generäle bekommen. Geilo. Okay, cool. Ne, alles hier unten. Corrupt. Achso, ich muss auch noch meinen, ich muss auch noch gleich mal meinen Familienstammbaum zeigen, ne? Den haben wir ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Also wir brauchen noch drei Einheiten ungefähr. Noch einen Bogenschützen und noch eine Schleiereule. Noch eine Schleiereule und dann sind wir, glaube ich, Paletti, um ins Nildelta vorzustoßen. Das können wir de facto aber, glaube ich, jetzt schon versuchen. Ich muss mal gleich gucken. Genau, du wolltest dahin. Weiter! Wir sitzen fest! Mächtiger Herr! Mächtiger General! Du willst dahin. Wir müssen jetzt erstmal Ägypten platt machen. Da steckt einfach viel zu viel Geld, als dass wir uns das jetzt entgehen lassen könnten. Gesna Dimidi lässt sich da fortbilden. Straßensystem bitte einmal ausbauen. Und Abfahrt. So, da kann der Jugurten mal gleich dumm aus der Wäsche gucken. Schaff mir den mal dahin. Tingis bekommt mal ein Schiffchen. Ich möchte nämlich gerne den Spion hier rüber verfrachten. Okay, so. Und an der Stelle machen wir einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ihr seht ja, es läuft ganz gut. Jetzt ist das Nildelta dran. Jetzt wird Ägypten aufgewickelt. Leute, es geht jetzt ab. Ab jetzt rocken wir die Scheiße fett. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Pax vobiscum, valete.